Heute schauen wir uns mal ein paar sehr, sehr nice Neuigkeiten an. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und natürlich auch gerne zu abonnieren. Danke für euren Support. Davor noch eine andere Info. Falls ihr meinen neuen Kanal Fair Guys immer noch nicht kennt, dann checkt das Ganze gerne ab. Denn hier lade ich echt jeden Tag Fall Guys Videos hoch, Fall Guys Shop, Fall Guys Wins, Fall Guys Challenges. Also alles mögliche zu Fall Guys kommt ganz genau hier online. Gerne, gerne abonnieren. Stehen noch kurz davor, die 3000 Abos zu knacken. Wäre sehr ehrenhaft, wenn wir das Ganze dann demnächst irgendwann knacken würden. Gucken wir uns das Ganze mal jetzt an, was es denn jetzt hier gibt. Denn demnächst bekommen wir einen neuen PlayStation 4 und PlayStation 5 Cup. Also da können nur PlayStation-Spieler leider mitmachen. Finde ich ein bisschen schade, dass Xbox irgendwie da nichts gratis bekommt oder Switch allgemein nichts gratis bekommt. Irgendwie Switch Cups wären doch mal lustig. Oder mehr Xbox Cups. Von mir aus mehr, auch mehr Handy Cups wäre auch lustig. Aber wirklich echt, PlayStation wird da echt gut bevorzugt. Finde ich schon sehr, sehr krass. Also das sind hier die drei Belohnungen. Wie wir das Ganze bekommen? Ganz simpel. Es werden drei Qualifikationen stattfinden. Und zwar die erste Qualifikation am 7.7., 12.7., 21.7. Das ist dann egal. Da brauchen wir nichts machen für die Gratis-Items, denn das ist das Finale. Schauen wir uns das Ganze mal an. Uhrzeit ist immer noch nicht bekannt. Ich bin hier extra auf meiner PlayStation 5, um das Ganze eigentlich zu sehen. Aber bei Wettkämpfen ist leider das Ganze noch nicht geladen. Schaut einfach mal selber auf der Konsole am 7. um wie viel Uhr das sein wird. Denn das Ganze ist übrigens auch ein Solo-Cup. Wir sehen das Ganze auch hier, Qualifikation 1. An dem Tag am 7. müsst ihr wirklich in diesen 10 Runden, habt man da wieder Zeit natürlich, wie gewohnt bei einem Cup, 8 Punkte zu holen. Steht auch ganz genau hier. Wenn ihr die 8 Punkte habt, dann habt ihr schon mal das erste Spray. Qualifikation 2 findet am 12. statt. Da wieder dasselbe Spiel, Solo und wieder 10 Runden, 8 Punkte müsst ihr mindestens holen. Dann bekommt ihr das zweite Spray. Habt ihr das auch abgehakt, müsst ihr auf den 21. warten. Dann geht ihr wieder in die Runden rein, spielt einfach eure Runden, macht 8 Punkte und dann bekommt ihr das blaue Raserei-Spray. Ich hoffe, das Ganze ist verständlich. Ihr müsst natürlich die 2-Faktor-Authentifizierung da haben oder anhaben und Kontolevel muss natürlich 50 erreicht haben, damit ihr das Ganze machen könnt. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu beachten. Einfach dann schauen auf der Konsole, wann das Ganze stattfindet. Ich habe jetzt leider hier nicht die Infos, weil es nicht geladen ist. Wie gesagt, schaut einfach mal rein in die Konsole bei Wettkämpfen. Ansonsten gerne mein CC benutzen. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit den kurzen, knackigen Infos.